Hallöchen und willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Mario Kart Wii. Wir nehmen Rosaline und das Wario Bike und dann gleich mal los. Also manuell und los. Heute sind die Themen Minecraft Xbox 360 1.8.2 Patch, dann Assassin's Creed 3, Xbox 720 und PS4 und die Wii U. Gleich mal hinweg. Mojang arbeitet gerade wieder an einem Update, wo Halloween rauskommen soll. Da wo Hexen und so geben soll, neue Monster für Halloween. Das machen die ja immer. So ein kleines Spezial. Und da wird dann so eine Hexe mit einer Pinocchio-Nase geben, glaube ich, weil das ja so verpixelt ist, eine Hexe. Die wird dann, glaube ich, so eine Pinocchio-Nase haben. Aber jetzt kommen wir zuerst mal zu Minecraft Xbox 360. 1.8.2 Patch. Das ist der Adventure Patch, wo ihr dann eine Lebensleiste habt und so weiter. Die Höhlen haben so eine Minen von den Entwicklern gleich mit eingebaut. Das ist natürlich auch ganz toll. Aber es soll erst in circa 3 Wochen erscheinen. Es wurde am 18.09. mit veröffentlicht und am 18.09. in einem Interview mit GJ Shooters beantwortet. Da hat einer gefragt, wann soll das neue Update kommen? Da hat dann GJ Shooters geantwortet, 18.09. Dann nein, haben die gesagt, in circa 3 Wochen. So, ja. Pretty Bruns teilt ja auch mit, dass der Patch in 2 Wochen bei Microsoft zur Zertifizierung ankommen soll. Also, dass Microsoft ihn jetzt dann hochladen wird und so. Denn die Entwickler schauen noch fleißig an dem Kreativmodus für die 1.8.2 Xbox 360 Version rum. Die, wo einen PC haben, wissen natürlich schon, was der Kreativmodus ist. Ja, die, wo es das noch nicht haben, denen erkläre ich es jetzt. Der Kreativmodus ist da, wo man alle Blöcke schon hat und einfach drauf losbauen kann. Außerdem kommt auch eine Hungerleiste dazu. Hungerleiste. Das bedeutet, wenn ihr in einer Zeit nichts isst, werdet ihr dann sterben, wenn die Hungerleiste auf Null ist. Aber wenn die Hungerleiste voll ist, bekommt ihr dazu auch noch das Leben aufgefüllt. Nicht wie jetzt, dass ihr, wenn ihr Herzen verliert, habt ihr ja noch keine Hungerleiste, dass ihr dann immer was essen müsst, um die Leiste wieder hoch zu peppeln. Ja. Das Höhlensystem hat jetzt auch so Minen. Ja, das Höhlensystem hat jetzt auch so Minen, wo die Entwickler eingebaut haben. Siehe das Bild dann, welches ich dann hier reinmachen werde. Da kann man dann Truhen finden, wie bei so normalen Dungeons. Die Dungeon, wo zum Beispiel Skelett oder so spawnen. Außerdem, wenn wir gleich bei den Dungeons sind, das werden jetzt auch die Monster drinne sein, welche dort spawnen. Nicht so wie jetzt, dass da Schweine drinne sind und da Skelette spawnen. Wenn Skelett ist, dann ist da ein Skelett drin, glaube ich. Bei der PC-Version habe ich bis jetzt nur so Spinnen-Spawner gefunden. Skelett-Spawner noch nie. Ja. In den Truhen sind da Melonsamen, Kürbissamen, alles mögliche drinne. Aber um das alles ausnutzen zu können, müsst ihr eine neue Welt anfangen. Das ist natürlich scheiße, wo wir jetzt so viel gebaut haben und jetzt die Welt von vorn anfangen müsst, um den ganzen, ja, um alles spielen zu können. Das stand so im Internet. Und wenn wir gleich bei den Melonsamen sind, es gibt auch neues Essen wie Äpfel, Melonen und ja, Brot und so weiter. Und man kann es nun auch schon sticken. Ist natürlich auch sehr praktisch, denn wie viel Brot denn, wo man früher Brot hatte, jetzt zum Beispiel Brot hat, kann man das nicht sticken. Und da mache ich immer so einen Trick. Ich nehme 64 Getreide mit und eine Truhe und eine Werkbank, damit ich mir das immer craften kann, wenn ich mal Leben verloren habe. Das wird dann nicht mehr so sein, ihr werdet dann immer Essen mit dabei haben. Könnt dann immer alles gestickt haben. Und ihr könnt natürlich jetzt auch Tiere züchten. Tiere züchten, ja. Dass so ein kleines Kind, so ein kleines Kind von 2 Schafen kommt. Ihr gebt einfach ein Schaf Getreide und das andere Schaf Getreide. Und dann machen die Liebe. Und bekommen ein kleines Kindchen. Außerdem könnt ihr die Schafe mit den zum Beispiel gelben Blumen
gelben Blumen ja gelbe Farbe geben, dass sie gelb sind und ihr nur gelbe Farbe bekommt oder so. Nicht, dass ihr das immer färben müsst und so. Ja, was mir noch sehr unklar ist, ob die Welt unendlich flach sein wird. Das habe ich bis jetzt noch nie im Internet gelesen, aber falls ich es lesen werde, werde ich es natürlich sofort sagen. Außerdem, Zombies lassen jetzt auch noch was fallen. Vergammeltes Fleisch, Spinnen lassen ein Spinnenauge fallen. Und Zauberei, das wird natürlich dann sein. Zauberei, was ist denn Zauberei dort? Denkt sich die wo nur die Xbox-Saison. Ja, bei der Zauberei, da kann man... Tja, sammelt man so EP-Punkte, womit man sich dann... Ja, womit man sich dann... So seine Sachen verzaubern kann, wie zum Beispiel eine Spitzhacke, dass man sofort nur den Steinblock bekommt, oder... Dass ihr viel schneller abbauen könnt, oder was auch immer. Aber im Internet stand es noch nicht so. Wurde auch noch nicht bestätigt, also würde ich da, wenn, sobald ich das lese oder sobald es rauskommt, werde ich es nachgucken und dann Bescheid machen. Sogar, ich glaube, auch ein Infovideo machen. Ja, ein kleines Infovideo wird euch alles zeigen, was da neu dazu gekommen ist. Und ja, damit sind wir auch beim Animals Minecraft, den Patch 1.8.2 für die Xbox 360. Nun kommen wir zu Assassin's Creed 3. Es soll am 31. Oktober erscheinen für die PS3 und die Xbox 360. PC-Spieler müssen sich leider bis zum 22. November gedulden und für die Nintendo Wii November. Nach dem, ja, wenn die Wii U halt erscheint. Und das Spiel ist natürlich ab 16 und ungeschnitten. Das ist ganz toll. Es gibt eine Freedom Edition, wie ihr hier jetzt sehen könnt. Eine General D Edition für 80 Euro. Für PS4 und Xbox natürlich nur 80 Euro. Für die PC-Version 60 Euro. Die normale Version für die Wii U kostet 70 Euro. PS3 und Xbox 60 Euro. Und PC 54 Euro. Da sollte man sich dann echt überlegen, ob man sich die normale Edition für die PC holt oder die General D Edition. Ich hätte mich dafür die General D Edition entschieden. In Amerika läuft sogar schon eine Werbung zum Spiel. Hier ist der Link. Klickt einfach da drauf und dann kommt ihr zum diesen ja, Werbespot, wo gerade in Amerika läuft. Connor spielt. Also ihr spielt da Connor und wollt den Frieden in Amerika für Amerika sorgen, weil gerade der Bürgerkrieg ist, wo 1800 auch war. Da ist alles so wie in echt jetzt. Da könnt ihr auch dazu das Gameplay, welches auch schon mal draußen gespielt ist. Es wurde auf der PS3 gespielt, das könnt ihr euch jetzt auch mal angucken. Hier ist auch nochmal der Link. Da klickt einfach auch wieder auf das Fenster dort. Außerdem verfügt Connor über Kräfte, womit er weiß, wo ein Tier war. Also so wie ein Adlerauge. Er sieht zum Beispiel Hasenbodenspuren und den verfolgt ihr dann. Bis ihr das Tier gefunden habt und dann müsst ihr euch nur noch anschleichen und es erlegen. Was kann man wohl mit den Sachen machen, wo man von den Tieren bekommen hat? Ja, damit könnt ihr es verkaufen oder damit eine Rüstung machen. Habe ich so zumindest im Internet gelesen. Aber ihr müsst aufpassen, jedes Tier, wo ihr jagt, hat natürlich auch einen Feind, also Vorsicht. Zum Beispiel ein Bär kann in der Nähe sein oder wie im Gameplay ein Wölfe bei dem Hirsch. Ja, da muss man dann aufpassen, dass man nicht von denen getötet wird oder dass sie einen Überraschungsangriff machen. Außerdem soll jeden Monat ein Add-on für das Spiel kommen. Ja, ein Add-on pro Monat, das ist natürlich schon ein bisschen viel. Ich glaube,